In meiner jugendlichen Unschuld würde ich behaupten, dass das, was wir heute an der Wall Street sehen, im Wesentlichen mit Mechanik zu tun haben. Denn morgen ist der große Verfall. Es ist der größte große Verfall aller Zeiten. Also da geht es um was. Und da werden im Vorfeld einige Dinge mechanisch geregelt. Es ist schlichtweg so, dass natürlich in dieser Euphorie, in dieser KI-Euphorie, die wir derzeit sehen, vor allem diese KI-Aktien nach oben gejazzt werden mit Optionen. Das wiederum zwang die Dealer, also die Verkäufer dieser Optionen, sich abzuhatchen, das Underlying zu kaufen, also etwa eine Nvidia-Aktie, weil die Leute ganz, ganz stark auf weiter steigende Nvidia-Kurse setzen mittels dieser Call-Optionen. Und wir wollen uns das Geschehen an einem Tag anschauen, an dem die KI-Euphorie wieder mal einen neuen Hochpunkt erreicht hatte mit der Meldung, oh, Dell und Nvidia, die werden für Elon Musks xAI eine neue KI-Factory bauen. Also da wird praktisch eine Fabrik gebaut, gell, wegen KI und so. Und das hat zunächst mal Nvidia nach oben getrieben. Aber hier sehen wir mal, stand jetzt vor ein paar Minuten die Indizes. Da ist der Nasdaq 100 nur praktisch ganz, ganz leicht im Plus, während der Dow Jones sich auch ganz gut hält, der ja zuletzt nicht so gut gelaufen ist. Der Russell 2000 etwa sogar etwas deutlicher im Plus. Alles bescheiden, aber es ist so, dass die West Futures ja sehr, sehr positiv waren. Die sind dann wieder ein bisschen zurückgekommen. Und hier sehen wir zwei Aktien, die im Fokus sind. Einmal eine Apple, die sehr negativ ist oder die heute verliert, und eine Nvidia, die heute gewinnt. Das dürfte wiederum mit dem Rebalancing auch zu tun haben. Morgen wird in diesem XLK, diesem maßgeblichen Tech-ETF, eben Apple abgestuft, kann man sagen. Die Gewichtung von Apple nach unten genommen, die Gewichtung von Nvidia nach oben genommen. Aber auffallend zum Beispiel Amazon, Google positiv, die ja zuletzt nicht so gut gelaufen wären, weil alles gelaufen sind, weil alles sich eben auf Nvidia fokussiert und heute auf YouTube. Fugi, es wäre wirklich mal angebracht, dass du uns mal aufzeigst, wie viel Cash Nvidia inzwischen in der Bilanz aufgehäuft hat, und das habe ich sehr gerne beantwortet, nämlich 31 Milliarden Dollar. Das ist nicht mal ein Hundertstel dessen, was die Aktie an Marktkapitalisierung hat. Also die Cashbestände werden es nicht sein, die sozusagen hier Nvidia nach oben treiben. Anders als bei Apple, die haben ja wirklich viel Cash, aber hier sehen wir mal Price-to-Sales-Ratio, also Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatzfaktor 42. Heute sind nochmal 100 Milliarden oben drauf gekommen, dann sind wir vielleicht schon ein bisschen höher. Und dieses ganze Geschehen, ich hatte es heute Morgen gezeigt, das erinnert an 2021 mit Tesla. Damals allerdings waren die Zinsen bei Null und diese ganze Optionsgeschichte war noch nicht ganz so groß wie heute, aber Nvidia ist natürlich ein absolutes Schwergewicht. Und hier sehen wir mal, ja, auch das hatte ich schon gezeigt, aber es ist sehr, sehr wichtig, im Vorfeld des morgigen großen Verfalls haben wir unfassbar große Volumina, mit Abstand die größten Volumina an Open Interest. Also da geht es richtig um was bei der Nvidia-Aktie. Dementsprechend darf man gespannt sein, wie die ganze Geschichte funktionieren wird. Es geht insgesamt, wenn wir jetzt mal die Option auf Einzelaktien, die Optionen auf Indizes zusammenzählen, geht es mal um 5,1 Billion Dollar, die hier sozusagen bewegt werden. Das ist, wie gesagt, der größte Verfall, den es jemals gegeben hat. Und die KI-Euphorie, die lastet oder die stützte den Markt, wie wir gleich sehen werden, hier nochmal. Dieser Elefant, der auf diesem Plastikball steht und wie ich finde ein sehr gelungener Cartoon, das ist der Originalprozessor, sagt hier ein Roboter zu seinem Robotersohn und blickt auf ein menschliches Gehirn, und ob die Wall Street so viel mit Hirn gesegnet ist, das sei einmal dahingestellt, okay. Jetzt schauen wir uns erst einmal an, was eigentlich bei den Aktienmärkten los ist. Ohne die 10 größten Aktien im S&P 500 wäre der Index negativ, denn die verbleibenden 490 Aktien sind mit minus 1,3 im Minus seit Jahresbeginn. Die großen dagegen 17% im Plus. Und wir sehen hier unten zum Beispiel in der Grafik, es gibt mehr Aktien, die ein frisches 52-Wochen-Hoch erreichen. Und das, obwohl wir ja auf Allzeithoch sind, so gut wie jeden Tag. Ich hatte, glaube ich schon, bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe es erwähnt, dass der Nasdaq jetzt so überkauft
verkauft ist wie seit 2018 nicht mehr. Oben sehen wir den S&P 500 gefährlich. Würde es unter der Marke von 5210, dann wäre der Aufwärtstrend erstmal gebrochen. Da ist natürlich noch ein weiter Weg dahin, aber die Euphorie ist groß. Die Haushalte in den USA haben jetzt eine so hohe Positionierung in Aktien wie never ever before. Also größte Fundi Geschichte. Also immer wieder groß und Geschichte und so. Und jetzt sehen wir diese Euphorie hier auch mal bei den Privatinvestoren. Da gibt es jetzt nur noch 22,5% der Bären. Und normalerweise, wenn wir auf diesem Niveau sind, dann ist eine Korrektur, wie wir unten in diesem Chart sehen, nicht mehr allzu fern. Diesmal ist alles anders. Und wir hatten heute Wirtschaftsdaten und die waren eigentlich durchweg ziemlich mies. Erstanträge und Folgeanträge, naja, die waren okay. Philadelphia Fed Index war etwas schwächer, vor allem die Preise wieder gestiegen und vor allem die Immobiliendaten waren sehr, sehr schwach, also Baubeginne und Baugenehmigungen, und zwar mit dem schlechtesten Wert seit Juni 2020. Das muss man sich mal vorstellen. Also der Hausmarkt bekommt immer mehr ein Problem. Das ist in Kanada nicht ganz unähnlich, aber dennoch sehen wir solche Headlines wie bei Bloomberg heute. Die Wirtschaft wächst, es kommen bald niedrigere Zinsen. In der Tat sagen manche, naja, wenn der Hausmarkt jetzt immer schwächer wird, das könnte die Fed zu einer Zinssenkung bringen und nichts kann den steigenden Aktienmarkt stoppen. Das erinnert mich so an Mr. Fischer 1929. Die Aktienmärkte haben ein dauerhaft hohes Plateau erreicht. Dagegen spricht zum Beispiel JP Morgan von einer selektiven Rezession, denn die Lower Income Consumers, die können nicht mehr mithalten und damit wird ein Teil des Konsums wegfallen. Finde ich sehr, sehr interessant. Und obwohl heute die Daten schwach waren, sehen wir, dass die 10-jährige Anleiherendite steigt in Richtung 4,3%. Wie übrigens auch der Ölpreis. Meistens hängen Renditen und Ölpreis relativ eng miteinander zusammen. Der ist jetzt über 81 WTI. Das ist der höchste Stand seit April. Also hat sich wieder deutlich erholt. Und dass die Renditen nicht allzu stark fallen, mag auch zusammenhängen mit eben dem, was die Verschuldung in der Welt insgesamt ist. Nämlich schlappe 225 Billionen Dollar, die sozusagen hier irgendwann refinanziert werden müssen oder zurückgezahlt werden müssen. Aber wir alle wissen, das ist ein Ponzi-System, wo man eben alte Schulden durch neue Schulden bedient. Zahlungsversprechen werden immer in die immer weitere Zukunft verschoben. Und jetzt haben wir allerdings die Situation, dass da ein paar nicht mehr mitmachen, also nicht mehr zum Beispiel US-Staatsschulden kaufen, zum Beispiel die Chinesen, die jetzt androhen, auf Milchprodukte der EU Zölle zu erheben. Angeblich hätten chinesische Firmen danach gefragt. Das ist immer so dieses Muster. Chinesische Firmen haben die Regierung gefragt und dann entscheidet die, weil die macht ja alles, was die Leute so wollen. Hier sehen wir Putin, Xi Jinping und Kim Jong-un, die praktisch da stehen in ihrer Pracht. Und wir sehen aber schon auch Stress andernorts. Wir wissen ja, dass der indische Aktienmarkt eigentlich permanent Allzeithochs erreicht, aber die indische Rupie fällt heute auf ein Allzeittief zum US-Dollar. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Wir sehen auf der anderen Seite Stress etwa bei einer größeren, allerdings weitgehend hier unbekannten Bank in Japan, nämlich Norinchukin. Die muss Staatsanleihen verkaufen, weil sie eben wahrscheinlich diesen Carry Trade, den sie macht, nicht mehr finanzieren kann oder der lohnt sich nicht mehr. Und das bedeutet auch hier wohl Druck auf die Renditen, denn man muss 63 Milliarden Dollar an Staatsanleihen auf den Markt werfen, früher oder später. Und Staatsanleihen ist auch das Thema bei den Franzosen. Die haben heute ja die von mir heute Morgen angekündigte Anleiheauktion gehabt. Die war okay. Wir sehen zum Beispiel bei der 8-jährigen über 3%. Das war zuletzt. Ist schon länger her, dass die Franzosen eine 8-jährige emittiert haben, noch 0,39%. Das war doch in der Nullzinsphase. Also das war okay. Wir sehen aber, dass die Renditeabstände, die Risikoprämie zu deutschen Staatsanleihen nicht wirklich gesunken sind. Und wir haben heute, kann man glaube ich behaupten, einen ziemlich rabenschwarzen Tag für Roberto Habeckino, denn Northvolt, die sich ja in Heide hier in Norddeutschland ansiedeln wollen, die haben einen Milliardenauftrag von BMW verloren. Warum? Weil BMW sagt, naja, die Qualität der Batterien ist nicht so gut und wir haben ja bei der Bundesregierung jetzt glorreich mittels Subventionen nicht nur Northvolt, sondern eben auch Intel
Also auch Intel ist ja jetzt nicht mehr allererste Sahne in Sachen Chips. Northvolt scheint auch Probleme zu haben. Wie heißt es in diesem Werbespot für meine Frau? Das Zweitbeste. Das scheint hier auch immer der Fall zu sein. Und die deutsche Regierung zahlt dann noch wunderbar Subventionen obendrauf, damit die Zweit- und Dritt- und Viertbesten dann unbedingt hier nach Deutschland kommen. Und auch schlecht für Robert, dass Deutschland, wie Bloomberg hier titelt, die EU-Klimaziele gefährdet. Ja, was ist denn da los? Ja, wir emittieren zu viel CO2, gell, weil wir ein bisschen viel Kohle haben. Und selbst im Sommer, wie Staffan Revemann hier zeigt, ist der CO2-Ausstoß bei der Stromerzeugung sehr, sehr hoch. Braunkohle dominiert die Emissionen. Unsere europäischen Nachbarn sind darüber entsetzt und der Physiker schreibt hier, es gibt dumme Länder, die aus ideologischen Gründen 40 Jahre alte Reaktoren zerstören. Und es gibt klimabewusste und kluge Länder, die eben die Laufzeiten verlängern. Und diese Klugen legen auch keine Stromleitungen zu den Dummen. Gemeint ist damit Schweden, dass er gesagt hat, nee, also dieser Export von Strom ins deutsche Stromnetz, das ist uns zu riskant, weil das Netz instabil ist und weil da sozusagen dann wir fürchten, dass bei uns die Strompreise steigen. Das sagt so ziemlich alles. Die Amerikaner haben jetzt eine Initiative gestartet, wo sie eben die Kernkraft rausfahren werden. Erstens, weil sie sagen, ja, wir müssen mit China konkurrieren, auch in Sachen Forschung, in Sachen Atomkraftforschung. Und weil man eben aufgrund der KI-Euphorie sagt, wir brauchen so viele Datacenter, irgendwo muss der Strom herkommen. Aber da wir in Deutschland keine KI haben, brauchen wir auch keinen Strom, nicht wahr? Das ist der Vorteil, ne? Wenn du dich so langsam ins Mittelalter wieder verabschiedet, dann hast du manche Probleme halt nicht und Probleme eben auch jetzt bei E-Fahrzeugen. Nicht nur, dass die Autoverkäufe von Elektroautos doch ziemlich eingebrochen sind in Europa, sondern auch, wie die Wirtschaftswoche hier berichtet, die Autozulieferer verlieren die Lust am Geschäft mit Elektroteilen und einige wollen verkaufen, also sagen, das rechnet sich nicht, da ist die Nachfrage zu gering. Also man kann sagen, es ist ein ziemliches Desaster, was da mit der deutschen Energiepolitik letztendlich passiert ist. Und so gleich die erste Empfehlung, Deutschland gefährdet die EU-Klimaziele, das wird teuer, denn wir müssen dann dafür bezahlen gewissermaßen, denn da geht es ja um diese Emissionsgutschriften oder Emissionsbelastungen. Übrigens, wenn Deutschland CO2 einspart, dann hilft das auch nicht so wahnsinnig viel, weil das ein anderer dann verpulvert, weil das die Obergrenze ist festgesetzt, aber sei es drum, wir werden jedenfalls dafür bezahlen müssen, weil wir ein bisschen wie Kohle haben, gell? Mei, oh mei, das CO2 haben wir dann nein, pustet, gell? Und jetzt müssen wir auch noch dafür bezahlen. Erste Empfehlung, wenn Sie ähnlich denken, bitte weiterempfehlen diesen Artikel und auch diesen, nämlich nochmal, wo viele Grafiken drin sind, die zeigen, wie extrem auf Kante genäht dieser US-Aktienmarkt ist. Bullen tanzen auf Messerschneide. Wenn Tech nicht wäre, dann sehe das Ganze weniger gut aus. Das ist die zweite Empfehlung und jetzt sage ich Servus, ciao.